Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Paddle World. Ich überlege gerade, wo wir stehen geblieben sind. Warum liegt hier alles rum? Was haben wir hier? Zweimal Tomaten? Nee, zweimal Weizen. Das ist gut, weil wir brauchen eine Menge. Warum liegt denn... Achso, doch. Das ist ja richtig hier. Das ist ja correcto mundo. Aber Problem ist, dass sie das alles auch hier reinpacken. Und das hier fällt mir überhaupt nicht. Könnt ihr nicht erstmal das da aufessen? So. Wir haben noch Eier dabei. Also so, ich muss mich nochmal orientieren, wo wir... Wir haben umgebaut. So viel weiß ich noch. Okay, hier haben wir Eier. Die sind fertig zur Ausbrütung. Machen wir doch, Mama. So. Dich brauchen wir noch. Sehr schön. Glaube ich, dass wir dich brauchen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Könnte aber sein, weil wir, glaube ich, einen besonderen davon bekommen haben. Oh. Ah, den können wir definitiv gebrauchen. So, wir gehen mal... Wir können noch einen Stützpunkt bauen. Da können wir uns immer noch überlegen, wo, ne? So, jetzt gucken wir mal. Dich, brauchen wir dich noch? Ja. Dich bin ich mir halt nicht sicher, ob wir noch welche haben oder ob wir die schon alle... Okay, haben wir noch? Ja, dich würde ich natürlich auch behalten wollen. Packen wir dich mal nach da. Und... Ja, Flamme und Bergbau. Was will ich mehr? Den will ich auf jeden Fall... Haben wir den schon irgendwo einsortiert? Fällt mir gerade so ein. Glaube nicht, ne? Wir sollten mal gucken, wo der Ripton reingehört. Der muss ja auch ziemlich weit unten sein, gehe ich mal von aus. Da. Hinter... Vor unserem... Ponyhof. Wo ist denn das? Hier. Also da. Also doch, müssen die doch alle noch eins weiter. Der muss ja da rein. Oder habe ich den jetzt falsch? Hä? Guck mal, jetzt schaue ich gerade gar nicht mehr durch. Also der kommt erstmal nach da. So. Vor ihm kommt... So, wer kommt davor? Davor kommst du. Du kommst danach. Und dann kommst du. Also. Blumen. Okay, warte. Also, nochmal gucken. So. Dann kommt Blümeli. Ein Freili. Und dann sollte das so passen. Hoffe ich. Wir räumen euch alle mal nochmal am 1 nach vorne. Einfach, weil ich es kann. So, denn wir haben ja noch andere, ne? Die hier müssen wir noch einsortieren. Also einmal unseren Shadowbreak. Shadowbreak. So. Oh, der kommt hier ganz schön weit hinten. 1, 2, 3 hinter ihm. Und er kommt weiter vor. Okay, und die kommen hintereinander. Mhm. Dann nehmen wir den Angsthasen mit. Weil eigentlich kommen die ja hintereinander und dann kommt hier der Shadowbreak hin. Da. Und ich packe mal erstmal irgendwo hin. Zum Beispiel haben wir hier haben wir noch freie Plätze. So. Gut, dann haben wir die auch alle zugeordnet. Die Fließbänder wollten wir noch umbauen. Ich glaube, dazu fehlte uns das aber an Metall. Hallo? So. Mittlerweile sollten wir aber genug Metall haben. Hoffe ich doch mal. Das Problem dabei war Fließband. Hier, Fließband 2. Hochwertiges Metall brauchen wir dafür.
10 Platinen. Die Platinen sind... Für die Platinen brauchen wir nämlich Polymer. Und Reinquarz. Das bedeutet, wir brauchen 20 Polymer. Stellt uns das erstmal her. So, dann würde ich nämlich dieses Fließband als erstes setzen wollen, bevor ich... Oder erstmal das Waffenfließband neu. Das Waffenfließband erstmal neu hier so hin. So. Einfach, dass es erstmal irgendwo steht. Das reißen wir nämlich jetzt hier ab. Oh. Achso, weil wir... Oh, wir haben 100 Metallbahnen zurück. Okay, dass wir alle zurückbekommen, war mir gar nicht klar. Dann können wir noch verkaufen gehen. Sehe ich auch gerade. Und dann gehen wir wieder erforschen. Danke, 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 ihr da. So, denn ich will die Fließbänder auf jeden Fall hier so irgendwie umbauen. Sprich, das kommt direkt an die Wand, weil die stehen ja immer da dran. Und dann gucken wir, wie wir die anderen bauen. Das ist schon fertig? Okay. Gut, wir gehen aber trotzdem, je nachdem, erstmal schnell verkaufen, ne? Nägel, das kommt dahin. Das Öl kommt dahin. So. Weg damit. Okay, haben wir. Ich überlege gerade, ob wir dich direkt jetzt schon umbauen. Du bist ja die Pearlbox. Also die hier für die Pearls. Aber da fehlt uns auch alles. Ich weiß halt nicht, ob wir 10 Platinen bekommen, wenn wir dich abreißen. Wir riskieren es. Komm. Wir haben 10 Platinen bekommen. Oh, das hat geklappt. So. Würde ich nämlich tatsächlich, wenn möglich... Warum geht das denn nicht? Hä? Da so hinbauen. So. Ja, dann können wir, glaube ich, doch die Eier schnell machen. So. Alles fertig. Gucken wir. Können wir nämlich auch gleich ein paar Pearls verkaufen gehen. Katze weiß ich nicht, ob wir die noch brauchen. Glaube aber nicht. Ja. Dich können wir definitiv noch gebrauchen. Wir haben ja einen Huhn. Wobei ich da immer noch am Überlegen bin, ob wir den nicht mal komplett rückgängig machen. Uns das mal gucken. Das wäre noch eine Idee. Oh ja. Weil wir können ja die Aufwertung rückgängig machen. Die Grundaufwertung. So, euch brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Wenn wir ihn jetzt nehmen, wo haben wir ihn denn jetzt? Wo ist er denn hin? Der müsste doch hier irgendwo sein, oder? Nee, hier kann er nicht sein. Da ist er. Weil wir haben ihn ja ein paar Mal aufgewertet. So, wir nehmen ihn mal raus gegenüber ihm. Weil ich... Ich werde jetzt sehr viel Geld ausgeben. Verstärkung. Und zwar rückgängig machen. Benötigt Gold, benötigt dein Gold. Ich gebe 63.000 aus. Geht das? Kriege ich dann alle wieder? Ich krieg die tatsächlich wieder. Oh, das ist ja geil. Ja, das bedeutet, wir haben zwar viel Geld ausgegeben, aber das passt soweit. So, wir tauschen euch wieder. Oh, wo war der denn? Hier.
Okay, gehen wir verkaufen. Ach nee, Eier reinmachen, ne? Eier noch reinmachen. Ei. So. Machen wir die großen Eier. Oder die mittelgroßen. Wir haben ja noch blauer, theoretisch. Obwohl uns da noch ein Riesenei fehlt. So. Okay, das wäre das Door. Die Frage ist, gehen wir oben rechts oder oben links erforschen? Oder versuchen wir es doch nochmal in der Forschungseinrichtung, im Naturschutzgebiet 1? Das war ja, was schon eine Weile her ist, rein technisch gesehen. So. Das wäre auf jeden Fall noch eine Variante. Hallöchen. Verkaufen. Hab hier ein bisschen was. Sehr gut. Denn wir brauchen Forschungspunkte. Und zwar richtig, richtig viele noch. Weiß halt nicht, ob das jeweils nur einmal gilt. Oder ob wir da mehrfach Forschungspunkte bekommen können. Das weiß ich halt nicht. Normalerweise respawnen die Kisten. Weiß nicht, in welchem Intervall. Sie respawnen auf jeden Fall. Der Intervall wäre noch interessant, weil wir haben ja ab und zu bei uns oder hatten in der Base immer wieder mal eine Respawn-Kiste. Aber ich habe keine Ahnung, in welchem Intervall die Dinger respawnen. Ob das eine Woche ist, also 7 Tage sind, in-game 7 Tage. Oder, ja, wie auch immer, ne? Oh. Upsi. So, müssen wir aufpassen, weil wir gleich wieder ein Verbrechen begehen. Kaya, ich habe ein Omelette gegessen. Wie lecker, lecker, lecker. So. Eine Blume brauchen wir gerade nicht. Wir wissen aber, dass wir hier auch Blumen herbekommen, wenn es sein sollte. Ich sehe nur keinerlei. Weiß auch nicht, ob ich dich wirklich schon habe. Aber eigentlich schon. Keine Kiste. Okay, ich gehe wirklich davon aus, dass die Kisten, dass wir hier eine Weile warten müssen mit dem Respawn. Das ist schlecht. Also schlecht im Sinne von, ja, wir müssen halt warten. Hui. Na dann, gehen wir wieder. Also, wenn jetzt da nicht noch weitere droppen, dann müssen wir mal gucken. Ich bin der Meinung, wir haben auch aus anderen Kisten die Dinger bekommen. Also aus normalen Kisten, wo wir rumgelaufen sind. Ich glaube, die Chance ist immer da. Nur ist sie gering. Oder wir müssen erstmal alle Punkte einsammeln, Max Level werden. Vielleicht kann man dann anders farmen. Weiß ich halt auch nicht. Ich weiß gar nicht, welches Level sind wir überhaupt? 45. Wir haben also noch 5 Level vor uns. Wobei ich auch nochmal gucken muss. Ich hatte dich doch eigentlich. Geht das nur um 50 hoch? Ich dachte, es geht um 100 hoch.
Kann man das eigentlich zurück... Kann man seine Werte eigentlich zurücksetzen? Oh. Das weiß ich nämlich auch nicht. So, ich weiß, dass wir hier noch ein eine Art Kelpie oder sowas gefunden haben, was wir uns auch noch aneignen wollen. Also ein Pearl, was wir noch nicht hatten. Deswegen gehen wir da mal hin. Weiß gar nicht, wen ich dich jetzt rufe. Okay, die Rüstung, die ich jetzt habe, schützt uns vollumfänglich. Bist du das gewesen? Ne. Da ist eine Kiste. Also Kisten muss ich mitnehmen. Da komme ich nicht drum rum. Wenn ich sie aufmachen kann. Konnte ich. Ah ja. Komm mal her. Wir machen erstmal hier die Schnelle. Weil Kisten wichtig, deswegen sollten wir immer mal nach Kisten Ausschau halten. Okay. So, jetzt kommt nämlich das Gebiet, wo die Lava war. Und bei der Lava waren halt noch Pearls, die wir noch nicht hatten. Ein Pearl, was wir noch nicht hatten. Ich glaube, da ist es sogar. Yep. Komm her, du Ei. So, die Frage ist halt, der ist sehr niedrig. Domburge, Wasserbombe. Hat 2% nur? Hammer. Sehr gut. Und wir dürfen nicht ansatzweise durch die Lava. Dann sind wir gleich im Eimer. Na toll. Jetzt tatsächlich durch Lava marschiert. Was ist das? Eine Feuerdrüse? Warum liegen hier Feuerdrüsen rum? Was bist du? Ich gehe von Schwefel aus. Es wird schon wieder dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln. So. Deswegen, da hinten war ein Boss, mit dem wir uns noch nicht anlegen werden. Der ist zum einen Level 50. Der ist mir also meiner persönlichen Meinung nach einfach zu hoch. Erz. Erz brauchen wir nicht einsammeln. Kriegen wir so genug. Na toll. Ah, hier ist der Weg hoch.
Dann kam der Boss. Das Schwefel. Quarz. Da fällt mir gerade ein. Quarz haben wir bisher nur ein einziges Mal gesehen, ne? Wie Gobble. Was? Haben wir den schon? Gopfen haben wir doch schon. Der war ja relativ weit vorne. Oder auch nicht? Hä? Da. Doch, einen Gopfen haben wir. Und jetzt haben wir noch diesen Gopfen Feier bekommen. Da ist aber auch eine Truhe. Die will ich gerne haben. Müssen halt aufpassen, dass wir nicht aus Versehen der oder uns aus Versehen der Saft ausgeht und wir in der Lava landen. Deswegen bei so einem Punkt hier können wir schön landen. Nehmen wir mit. Ausruhen kurz. Könnten die Ecke noch erforschen. Da ist, glaube ich, noch eine Statue. Was mir halt noch fehlt, ist wirklich Quarz, ne? Also wäre natürlich ideal, noch ein einen Stützpunkt noch jetzt zu bauen, wo wir Stein, Kohle und Quarz abbauen. Oder wo wir nur eins von beiden abbauen, aber das andere, also die andere Ressource, direkt nebenan ist. Müsste doch da eine Truhe sein, oder? Täusche ich mich jetzt? Ach Mann, und dann auch noch nur so eine. Da. Wenn nur ein Stein. Ach ja. Ein Omelettchen. So, haben wir hier auch fast erforscht. Das nochmal. Wo ist denn jetzt schon wieder so dunkel geworden? Ist das ein Riesenei oder ist das ein normales Ei? Ich habe keine Ahnung, die sehen normal aus. Aber nee, ist ein Jumbo-Ei, gut. Jumbo ist doch schon mal schön. Okay. Oh, guck mal, da hinten gibt es trotzdem noch eine Statue, obwohl da ja eigentlich die Dingszone ist, ne? Hier. Wie heißt's? Naturschutzgebiet ist. Gehen wir doch mal rüber. Vielleicht haben wir ja Glück. Was war das? War da was? Mir war so. Vielleicht haben wir ja Glück und hier außen ist noch eine Truhe, die wir noch hier brauchen können. Das wäre natürlich auch sehr smart. Aber ich gehe davon aus, dass das nicht der Fall sein wird. So. Guck mal her. Ja, die Lampe ist
Wenn was in der Nähe ist, oh, ein bisschen schwierig, finde ich. Ja, ich weiß, dass hier das zweite Naturschutzgebiet ist, aber ich suche Truhen. Und hier wird keine sein. Die haben wir doch erst vor kurzem uns gesnackt. Da. Da ist eine Truhe. Hier gibt es doch Truhen drauf. Oh, nö. Okay, brauchen tue ich es nicht. Aber hier gibt es trotzdem noch draußen Truhen drauf. Interessant. Das ist gut zu wissen. Weil dann... Mir war auch so, aber das ist ja schon mal gut. Oh, da ist noch eine. Wichtig. Ah! Oh, Thermo. Warte mal, Thermo-Unterfische? Oh, schützt gegen Kälte. Das ist ja geil. Jetzt haben wir einmal Thermo und einmal... Oh, das ist gut. Das ist wirklich gut. Da könnte noch eine Kiste sein. Aber wir brauchen eigentlich eine Kiste von da. Ein schlaues Büchlein. Es hat sich doch gelohnt. Es hat sich schon gelohnt. Aber hier wird jetzt keine weitere Kiste sein. Davon gehe ich mal ganz fest aus. Um nur eine vielleicht? Nope. Wir müssen ja irgendwie hier leider runter. Ich glaube, erst wenn die uns sehen, dass das dann zum Verbrechen wird. Alles vorher ist so, jo. Was wir nicht sehen, sehen wir nicht. Da ist noch eine Kiste. Oh, da. Okay, wir müssen die das andere Naturschutzgebiet dann auch nochmal abgrasen. Vielleicht haben wir da ja auch nochmal Lack. Kälteresistente Metallrüstung. Ah, Mist haben wir schon. Ah, wir sind noch nicht einmal komplett rum, ne? Aber bis die dann respawnen, das wird wieder dauern. Da rechts könnte noch eine Kiste sein, ja. Ja, dann wären wir einmal rum. Oder? Was ist das da? Die sind auch noch so schwer zu sehen. Wassertechnik. Was? Achso, Wassertechnik Bubblefrucht, okay. Da ist noch eine Kiste. Ey. Haben wir so viel übersehen beim letzten Mal? Also ich weiß, dass wir im Naturschutzgebiet 1 ja auch einmal rum sind. Um alles. Und ich war der Meinung, da hatten wir eigentlich soweit alles eingesammelt. So, und da war jetzt die Statue nämlich. Da unten, das müsste die Podeste Statue gewesen sein. Tatsache. Wie viele Technologiepunkte haben wir denn jetzt? Ein. Der eine bringt uns nicht viel. Wir können dich bauen, okay. Wir könnten dich sogar erstellen. Mhm. Aber bringt uns natürlich, einer bringt uns gar nichts. Wir brauchen halt das Fließband 2, damit wir das bauen können. Ein Terra-Schild. Das würde uns auf jeden Fall schon mal weiterhelfen. Okay, ich lande ja schon, dann kannst du erstmal Happa Happa machen. Sorry. Zwei Omelette reichen dir? Weiß gar nicht, kann ich selber... Wie konnte ich nochmal selber essen? Wie war denn das da?
Ah. So. Sollte ja jetzt wohl reichen, eine Weile, mein Gutster, Gutste. Was auch immer. Ich glaube, du wirst als R markiert. Ist mir aber egal. Lalalala. Lalalala. Dann. Jo, gehen wir hier mal weiter, wa? Würde ja fast sagen, wir gehen nach oben dann. Weil hier unten waren wir definitiv. Obwohl, hier unten waren wir, glaube ich, nicht. Vielleicht haben wir hier noch Truhen. Oder was anderes Schönes. Quarz zum Beispiel. Hätte ich eigentlich hier bei dem Vulkan erwartet. Muss ich dazu sagen. So. Eieieiei. Da jetzt, da ist eine Truhe, ne? So. Da war dann irgendwo. Datei wird wir brauchen. Also der Portstein war da irgendwo. Da waren nur keine Truhen, ne? Ich kann mich noch dran erinnern, dass die nicht wirklich Truhen oder so waren. Oh, aber den Baum hatten wir noch nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, na sicher. Du machst das. Ich bin weg. Kann man den nicht hinten auf den Tank schießen? Also wirklich. Na, komm her. Hab dich. Dum -dum 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 -dum. Das hier überhaupt? Oder täusche ich mich gerade? Das sieht noch alles so ganz aus. Okay, nee, das war, wir waren weiter unten. Wir waren da unten. Hier oben waren wir noch gar nicht. Oh. Eine Truhe. Aha. Da hat es Bumm gemacht. So, wie kommen wir da jetzt am besten? Ja, eigentlich. Ja, komm, hoch da. Einmal den Berg hinauf. Da ist eine Statue. Haben wir auch. Schöne Lava sehen.
Das ist doch bestimmt ein fettes Drachenei, oder? Riesendrachenei. Jawohl. Wo ist der Riesendrache? Da sind noch mehr Lavaseen. Oh Mann. Okay. Könnte noch interessant werden, das zu erforschen. Eieieiei. Nee, das lassen wir jetzt da. Aber die Truhe nehmen wir mit. Okay, das geht bis hier hoch. Und jetzt könnte man theoretisch sagen, wir schneiden jetzt hier mal. Also wir gehen jetzt, wir gehen erstmal nach ganz oben, ne? Ohne Frage. Forschen erstmal ganz oben. Falls da überhaupt was ist. Kann mir gut vorstellen, dass hier nichts ist, außer ein bisschen Steinchen. Vielleicht mal ein Ei. Und das war dann auch. Ah, hier müssten wir Pause machen können. Das sieht aus, als wenn da auf jeden Fall noch eine Statue ist, ne? Also, oh, was ist denn hier? Aztekon, aha. Wo ist der? Warte mal. Hinter uns? Der ist doch in irgendeiner Höhle drin. Bestimmt. Weil den haben wir jetzt nicht gesehen. Ja, weiter runter. Ist da bestimmt in irgendeiner Höhle. Den mir, also, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Den würde ich direkt auch angreifen wollen. Kann ich den nicht als P? Kann ich mir den nicht anzeigen lassen? Habe ich mir fast gedacht. Nee, das ist er nicht. Da ist eine Truhe mittendrauf auf dem See. Hä? Was haben wir hier? Schwefel, Schwefel, Schwefel. Sehr viel Schwefel. Und das ist. Das kann nur Stein sein, oder? Nee, ist auch Schwefel. Das ist alles Schwefel hier. Ich würde aber versuchen, da ranzukommen. Die Truhe mitten auf dem Lavasee, na toll. Hui, haben wir. So, und wo ist jetzt der Eingang zur Höhle? Da, oder? Verlassene Mine. Das könnte jetzt lustig werden. Erstmal nachladen. So. Hallo. Oh, da oben ist ein Riesenei. Der ist groß. Der ist verdammt groß. Autsch.
Sehr gut. Aua. Auf. Aua, 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 ich konnte nicht ausweichen, ne? Nicht mal ansatzweise. Eieieiei. Wie live hat denn der noch 500? Hast du daneben geschossen? Prozent nur und das mit einer großen Sphäre. Und wir brennen, nein. Nein! Okay. Seltene Drachenkugel. Palladium. Quarz. Smaragd und ein Innovationsbuch. Oh, was haben wir denn jetzt hier, was wir wegschmeißen können? Eieieiei. Ach du heiliger Bimbam. Also ja, ich würde fast sagen, wir können Schwefel entsorgen.
Und wir können auch dich erstmal entsorgen. Nimm den Smaragd mit auf, denn der sollte auch gut Geld bringen. Und ein Buch von Techniker, das ist für Technik. Okay, benutzen. Glaubt ihr jetzt extra Punkte? 3 haben wir jetzt. 3 ist gut. 3 ist schon mal. Was brauchen wir denn? Was wollten wir denn? Ich weiß es nicht mehr. Ja, hatten wir gut. Stahlschrank, nope. Salat, ja, dann könnten wir Salat anpflanzen. Weiß ich noch nicht, ob wir es machen. Gartenmöbel, nee. Auch nicht. Metalltonnen-Set, was ist das denn? Dekorativ, okay. Kühlschrank ist natürlich Pappgun, aber wir haben die Munition. Eine Pappgun selber haben wir. Wir könnten natürlich einen Kühlschrank, fällt mir gerade so ein. Elektrokühler. Durch Stromerzeugung kann damit ein ich will ja einen Kühlschrank haben. War der hier unten? Irgendwo gab es doch einen Kühlschrank, oder? Kühlschrank? Bin ich jetzt doof? Stahltruhe? Da! Der braucht sogar nur 2. Wir bräuchten Platinen, aber okay. Dann könnten wir... Okay, dann da geht noch mal ein Pearl hin. Da geht ein Pearl hin. Das ist doch doof. Vielleicht hätten wir dich auch. Na gut, Palladium haben wir nun nicht wirklich viel. Da würde ich auch eher sowas hier bauen wollen dann, wenn wir genug haben. Metallschutzwand, nö. Ich würde sagen, den einen bewahren wir jetzt noch mal auf. Der hat ja 2 Punkte, diese Teil. Steinkohle? Aha. Ja, und wir müssen nach Hause. Eins unserer Perks ist mal wieder... Eins unserer Perks wurde leider Gottes ziemlich dahin gerafft. Aber es gab gut XP. Das können wir jetzt ja nun nicht mal leugnen. So, wo war denn der nächste Point? Da, aber wir hatten noch da auch einen gesehen, oder? Da müssen wir, glaube ich, über den Berg, ne? Mir war so. Also irgendwo hier war, glaube ich, noch ein Point. Bin mir halt absolut nicht sicher. Nee, der war in die andere, der war in der Richtung. Da, ich sehe ihn doch von hier. Ich Depp. Müsste wahrscheinlich nur mal zwischendurch dann landen oder segeln, denn ich habe nicht genug Energie. Wir müssen gucken, was das da ist, ob das Eisen ist oder ob das Steinkohle ist. Wenn das Steinkohle ist, könnten wir hier eventuell einen Stützpunkt bauen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann bräuchte man wahrscheinlich nur einen Elektrokühler. Aber eigentlich wäre mir lieber, wenn wir erstmal Quarz finden würden. So. Auch da. Deswegen, jetzt haben wir wieder 2 Technologiepunkte. Das ist gut. Wir machen dann an der Stelle Feierabend. Ich sortiere schnell ein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.